Hallo und herzlich willkommen bei Bananenbrot TV. Schön, dass ihr dabei seid und ihr seht mich hier sitzen. Das heißt, heute ist wieder Testtag. Wir testen heute für euch und wir testen Folgendes. Wir testen für euch, ich muss eben ablesen, das kann ich mir nicht merken, Green Cuisine veganer Ofenbackfisch von Iglo. Da sind wir sehr gespannt drauf. Ich bin echt gespannt, den gibt es seit Mitte Mai ungefähr. Da gibt es den im Programm von Iglo. Sieht sehr lecker aus auf der Verpackung, ne? Und dann wollen wir mal gucken. Ich habe den vorbereitet, ist klar, der kommt in den Ofen. Hier können wir den mal sehen. Den habe ich schon aus dem Ofen rausgeholt. So, das sieht einfach nur genial aus. Ich bin echt gespannt. So, ihr solltet auch was testen, ne? Wenn ihr auch mal was testen wollt, dann macht es doch einfach. Testet doch einfach unsere veganen Nahrungsergänzungsmittel auf musavital.de. Schaut mal vorbei. Ich habe jetzt den Ofen angemacht. Hier 200 Grad Umluft oder 220 Grad Ober- und Unterhitze. Das geht super einfach. 18 Minuten steht drauf, braucht ihr gar nicht, habe ich gemerkt. Es reicht auch, wenn ihr das weniger macht. Aber bevor ich den probiere für euch, wollen wir doch erstmal gucken, was da überhaupt drin ist, ne? Weil das ist ja das, was euch am meisten interessiert. Schauen wir mal. Also, was haben wir? Wir haben Reisflakes. Okay, also 37% Reisflakes, Wasser und Reis in Klammern. Wasser, Weizenmehl, Rapsöl, Weizengluten, Paniermehl, Dextrose, Salz, bla bla bla. Also ihr seht schon, das ist auf Reis- und Weizenbasis. Alle Zutaten, die da drin sind, die seht ihr ja auch eingeblendet. Also da könnt ihr gucken oder wenn ihr im Geschäft seid, könnt ihr die einfach nochmal selber nachgucken, nachlesen, wenn ihr da genaueres zu wissen wollt. Das riecht in dieser Hütte wie Fisch. Es ist unglaublich. Ihr macht den Ofen an, ihr schiebt das Ding da rein und nach einer gewissen Zeit fängt das an zu riechen. Ihr denkt echt, ihr habt Fisch im Ofen. Geniale Sache. Ich bin echt mega gespannt. Seid ihr Fischfraktion gewesen früher, als ihr noch nicht vegan seid? Oder seid ihr von Anfang an vegan? Hä? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, jetzt schneiden wir das gute Ding mal an. Ihr könnt auch hören, das ist echt kross beim Durchschneiden, ne? Das ist richtig kross. Und jetzt gucken wir mal, wie er von innen aussieht. Hier, das ist so schön weiß, ne? Ich nehme den einfach mal hier auseinander. Das ist ja kein Problem. Wartet mal, ich nehme ihn in meine Hand so. Dann kann man das, glaube ich, besser sehen. So. So könnt ihr sehen, wie faserig der wieder ist. Das sieht so genial aus. Auch wenn ihr den aufschneidet, kommt wieder so ein richtiger Fischgeruch raus. Also noch intensiver. Riecht auch echt krass, ne? Konsistenz werde ich jetzt merken, wenn ich es in den Mund stecke. Mh. Mmh. 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 Das ist der Hammer, ne? Ihr habt wirklich das Gefühl, dass ihr Backfisch im Mund habt. Das ist kross von der Panade her. Von innen ist er richtig schön weich und es schmeckt wie Backfisch. Mögt ihr sowas auch? Seid ihr auch so die Backfisch-Fraktion oder anderen Fisch? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das ist genial. Jetzt müssen wir das ganze Teil ganz kurz und knapp bewerten. Womit fangen wir an? Wir fangen natürlich wie immer mit der Zubereitung an. Die ist super einfach. Ofen anmachen, Umluft rein, 15 Minuten. Ein bisschen weniger würde ich wirklich machen, wie auf der Packung angegeben. Also wirklich nicht so lange, könnt ihr weniger machen. Volle 5 Bananen, ist klar, ne? Weil von der Zubereitung super easy. Dann haben wir Konsistenz und Geschmack. Für die Konsistenz und den Geschmack kann ich euch ganz klipp und klar sagen, dass das ein super Teil ist und wirklich das hält, was es verspricht. Ich gebe dafür auch glatte 5 Bananen. Absolut. Was haben wir als nächstes? Preis-Leistungs-Verhältnis. Preis-Leistungs-Verhältnis. Voll okay. Ich habe, glaube ich, 3,49 Euro dafür bezahlt im Edeka. Finde ich voll okay. Ihr habt zwei solche Riesenstücke da auf eurem Teller. Die machen hundertprozentig satt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch volle Punktzahl, 5 Bananen. Absolutes, super geniales Teil. Wirklich, solltet ihr unbedingt ausprobieren. Das ist auch alles, was wir heute für euch haben, weil es gibt nichts, was das toppen könnte. Kauft ihn euch, probiert ihn selber aus. Und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V, Bananenbrot.